Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen in der tiefsten Nacht bei The Witcher 1. Wir sind immer noch in dem Umland von Vizima, wie ich es gerade im Ladebildschirm gesehen habe. Und wir müssen zu Odo, der hier unten hockt. Ja, das ist ein weiter Weg oder ja, ein halbwegs weiter Weg. Ja, ich habe mir gestern die Kommentare mal wieder angeschaut und es gibt keine Pferde. Das sagt zumindest der gute Dimortal, der auch gestört hat, ne? Nebenbei gesagt. Ja, aber in The Witcher 3 gibt's Pferde, in 1 und 2 leider Gottes nicht. Gut, wir haben wieder tiefste Nacht, warum auch immer. Ich dachte, das letzte Mal wurde es schon mal ein bisschen heller. Vielleicht scheint die Sonne auch einfach nur krass hier rein, weshalb es dunkler ausschaut, als es letztendlich ist. Aber nichtsdestotrotz haben wir diese scheiß Hunde da am Arsch, die uns ja früher oder später wieder erscheinen werden. Die wir dann niedermachen müssen. Ja, ich habe mir natürlich auch die ganzen Sachen nochmal angeschaut, von wegen Skillpunkte und so. Da hat mir der Dimortal bzw. Roberto ja sehr gute Tipps gegeben, dass ich einfach mal erstmal auf das Moment nicht Starschwert, sondern das andere, ja Silberschwert, ja auf Silberschwert verzichten soll bzw. auf den Baum verzichten soll, weil ich das Ding sowieso noch nicht habe und erst später kriege. Wir müssen eins weiter. Okay. Und komischerweise kommen jetzt gerade keine Hunde. Was eigentlich sehr merkwürdig ist. Wer weiß, wer weiß. Ich muss auch zwischendurch hier wieder Kräuter kunden. Damit ich ja viele Rezepte bzw. viele ja, Kräuter kriege, um mir irgendwelche Tränke zu brauen. Wird auch sehr, sehr wichtig, zumindest kann ich mich dunkel daran erinnern, dass Roberto das irgendwann mal gesagt hat. Oder einer meiner anderen Kollegen, die mich regelmäßig mit The Witcher, ja, nicht zulabern, aber davon schwärmen und ich es bis dato immer noch nicht gespielt habe. Jetzt kann ich sagen, ich spiele es momentan und es ist geil, muss man sagen. Geht ja auch den meisten von euch so, die The Witcher vorher nicht so richtig kannten oder zumindest nicht gespielt haben und jetzt doch, ja, positiv überrascht sind. Ja, zum Beispiel der Marcel, um das mal so zu sagen, der, ja, doch das Spiel mittlerweile, ja, lieb gewonnen hat, mehr oder weniger. So, Odos Haus. Wir gehen mal rein, gucken, was der Kollege da macht da drin. Und dem müssen wir jetzt auch noch helfen. Unfassbar, aber wahr. So, erstmal, ach, hier waren wir schon mal drin, sehe ich gerade, ne? Ja, Rüstung. Genau, wir waren schon mal bei Odo. Ich erinnere mich, mit denen haben wir doch ja, Wettsaufen gemacht. Und wir haben es verkackt. Da hätte ich doch fast das Wichtigste vergessen. Habt ihr den Geistlichen gesehen? Glauben? Verstehe. Verstehe. Er hat uns gesagt, wir sollen Fremde ausfragen. Ja, das kennen wir alles schon. Aber ich bin ja, gehöre ja dazu. Und hab ja den Ring vom Geistlichen bekommen und bin voll in der Hut drin. Ein Ring des ewigen Feuers muss vom Geistlichen sein. Na, so vollkommen recht, mein Freund. Der Geistliche schickt mich, um euch zu helfen. Nehmen wir mal gleich das hier, oder? Würfelt ihr? Heidnische Bräuche, davon will ich nichts hören. Der Geistliche predigt, merzt es aus. Ihr wisst also, was das ist. Bringt das zu den Zwergen. Mehr sage ich nicht. Man sieht sich. Ja, ich habe schon mal gesehen, Soltan haben wir schon mal getroffen. Wir klicken das mal weiter. Zumindest habe ich eine Folge so genannt. Von daher, Soltan hatten wir schon mal. Daher kam mir der Name auch bekannt vor. Da müssen wir mal gucken, ob wir den demnächst nochmal treffen. So. Der Geistliche schickte mich, euch zu helfen. Er lässt mich niemals im Stich. Ich hab da dieses Gartenproblem. Ich bin kein Gärtner. Lasst mich ausreden. Vor einiger Zeit sprossen plötzlich seltsame Pflanzen in meinem Garten. Diese Pflanzen leben, waren erst recht nützlich, verschlangen Maulwürfe und Insekten. Wo liegt denn das Problem? Jetzt sind sie so groß wie ein Mann mit riesigen Ästen. Glücklicherweise sind sie tagsüber unter der Erde. Aber ich habe Angst, mich ihnen zu nähern. Mich ihnen zu nähern? Mal sehen, was ich tun kann. Aber das kostet 120 Orens. Ich bezahle 50 Orens. Trinken wir darauf!
50 für so einen Kack des Wahnsinns. Geralt verkauft sich unter dem Wert. Gibt's ja nicht. 120 und keinen Ohren weniger. Zwei Unkräuter für 70 Ohrens. Ich sagte 120. Ich muss leben, ich muss trinken. Mein letztes Angebot ist 80. Prost. Erstmal sauer von hier. Ja, wir sind hier vom Bazar hier. Das kann ja nicht sein, dass der hier handeln möchte mit uns. Geht ja nicht. Ganz schön starkes Zeug. Wie wär's mit 100? Abgemacht. Und einen zum Abschied. Okay, wir sind mächtig dabei, sag ich mal. Ah, gut. Mal gucken, ob sich das jetzt... Ja, es wirkt sich aus. Und die Viecher greifen mich auch... Und wir haben hier... Ah, okay, jetzt rennt er. Okay, sehr schön. Ich wollte schon sagen, das wäre es ja gewesen, wenn wir da so hinstolpern. Warte mal, ich muss mal hier. Das hier. Das besser funktioniert. Ausweichen. Wieso? Weil ich besoffen bin. Wahrscheinlich. So, der ist down. War nicht gerade noch einer hier? Nein. Wo? Die kann ich nicht looten. Ah, okay. Da kommt's raus. Und ich glaube, ich habe jetzt getrunken, damit es Nacht wird. Will ich mal behaupten. So, mal, wir müssen mal 5 drücken. Können wir mal das hier machen. Einäscherung habe ich ja noch nicht. Das müssen wir später skillen. Und dann mache ich auch ein bisschen noch mehr Schaden. Geheimer Garten. Ich muss zum Olo zurück. Meine Belohnung. So. Und wir sind echt mächtig drauf hier, ey. Ich hoffe, das gibt sich gleich wieder. Dass wir wieder nüchtern werden. Es ist so. Da Olo, der schläft schon wieder. Hat schon mal hingelegt. Gibt's ja nicht. Steh mal auf, Kollege. Was habt ihr auf dem Herzen? Ich habe die Ungeheuer im Garten erschlagen. Bezahlt. Sind Ungeheuer noch? Nee, das haben wir ja schon. Ich habe die Ungeheuer im Garten erschlagen. Bezahlt. Ihr wollt eure 80 Ohrens? Ja. Wir sind 100. Haben uns auf 100 geeinigt. Wir haben etwas Bier getrunken, aber mein Gedächtnis lässt mich selten im Stich. Jetzt hört mal zu. Schon gut, hier ist euer Lohn. Ich sagte euch doch, ihr sollt nachts und betrunken keine Ungeheuer töten. Aber ihr wolltet ja nicht hören. Ihr macht mir Angst. Ich riskiere meinen Hals für euch und ihr wollt mich betrügen. Vergesst nicht, dem Geistlichen zu erzählen, dass ich euch geholfen habe. Ja, einfach mal betrogen und dann noch erzählen hier. Ja. Also den Geistlichen erzählen. So, Stufe auf. Das ist aber schon wieder am Arsch der Welt. Haus des Geistlichen haben wir noch sonst irgendwie. Ah, da ist sogar ein Lagerfeuer. Was haben wir denn für Quests hier? Ich guck grad mal. Und ich muss einfach mal die Taste finden. So, Tagebuch. Von Monstern und Dingens. Ich muss den Geistlichen okay, das mussten wir ja ohnehin. Und das sind Sachen, die wir jetzt, auf die wir jetzt keinen Einfluss haben. Berengar müssen wir finden. Soltan müssen wir auf dem Weg finden. Vielleicht ist der ja im Gasthaus oder so. Und mit den bekanntesten Bewohnern muss ich quatschen. Oh. Jetzt habe ich, die Dingens da. Warte mal, wie geht denn das? Zurück, ich möchte zurück. Kameramodus. Hybrid, Tipp, was? War das Hybrid, was ich hatte? Nee, ich hatte noch ein bisschen mehr. Weiß gar nicht, welche Taste ich hier gedrückt habe jetzt. Okay, das ist viel besser. Und wir sind immer noch betrunken. Vielleicht gibt sich das ja, wenn wir am Lagerfeuer gerastet haben. Was denn jetzt los? Olos Hund. Was hat Olos Hund zu uns? Was will der? Ist er vielleicht die Bestie? Ja, das dauert im Weichen. Wir sind äußerst betrunken. Dieser Hund scheint nach etwas zu suchen. Vorsicht, Kleiner.
Das sind Echinopsdornen. Was bewachst du denn? Hä? Dieser. Vorsicht! Was bewachst du? Ja, was bewachst du denn? Das frage ich mich auch gerade irgendwie. Was? Hier ist aber nichts, ne? Was man irgendwie anklicken kann. Es sieht so aus, als ob der den Mond anheult. Machen ja Hunde eigentlich für ganz oft. Auch wenn es irgendwie von dem... Ich weiß nicht, ich hab keinen Hund gehabt bisher. Ich weiß nicht, ob die das regelmäßig machen. Oder doch eher selten bis gar nicht. Ich meine, mich zu erinnern, dass es nicht so oft vorkommt. Wir haben zwei Lager von... Wie wir da sehen. Ich hoffe, das ist nur irgendwie, weil wir betrunken sind. Ah, okay, da kommt schon wieder so ein anderer Drecksköder. Komm mal her. Wir machen dich mal nass. Und wir treffen dich, weil wir äußerst betrunken sind. Na, schönen Dank, ey, oder? So, geht das hier? Ja, das geht besser. Ich glaube, wir hatten einfach nur die falsche Stance an. So, jetzt können wir ein bisschen schneller laufen. Das ist wunderschön. Und jetzt können wir auch am Lagerfeuer rasten. Ich hoffe einfach mal, dass wir nicht mehr betrunken sind danach. Wir werden auf jeden Fall einen weichen meditieren. So. Silberschwert habe ich schon einige Sachen geskillt. Das ist, ja, äußerst dumm gewesen, weil, wie Roberto sagte, ich soll die Finger vom Silberschwert baumeln lassen. Ja, gut. Dann haben wir jetzt drei Talente. Wir können bei Igni Einäscherung skillen. Das machen wir. So, dann haben wir noch einen Punkt frei und dann habe ich mal schneller Stahl, starker Stahl. Ich bin ja eher, na gut, man muss ja eh auf alles ein bisschen skillen, weil man je nach Gegner immer die Stances wechseln muss. Von daher, gut, wie machen wir das jetzt? Beziehungsweise, was machen wir jetzt? Schmerz plus 15, Schaden, was ist denn Schmerz in dem Fall? Weiß ich nicht. Schmerz plus 30. Wirkt nur, wenn der Gegner weniger als 25% Vitalität hat, also HP in dem Fall. Machen wir einfach mal den Schaden hier höher. Und wenn ich noch 3 Level aufsteige, habe ich... Bin ich ein anderer oder was? Also bin ich kein beginnender Hexer mehr? Weiß ich nicht. Bis zur Dämmerung, bis zum Mittag. Wir meditieren mal bis zum Mittag, vielleicht sind wir dann mal nüchtern. Und der Vorteil, es ist hell und wir haben jetzt nicht mehr die ganzen Hunde am Arsch. Und wir sind wieder nüchtern. Sehr schön. Aber es regnet. Nicht so schön. So, jetzt geht's zum Geistlichen. Wieder in die Richtung. Müssen wir jetzt mal gucken. Gasthausmäßig, ja, ich... Da ist ja auch irgendwie was. Vielleicht ich muss im Gasthaus auf jeden Fall ein bisschen rumfragen. Das steht außer Frage. Aber, ja komm, wenn wir schon mal da sind, können wir das eigentlich auch gleich machen. Weil da wird mir auf jeden Fall irgendwas angezeigt. So ein grauer bzw. dunkler Punkt, der ja meistens dafür zählt, dass es da irgendwas zu erledigen gibt. Wir gehen einfach mal rein. Vielleicht hat ja der Barkeeper irgendwie was zu sagen. Oder ähnliche Sachen. Ähnliche Leute. Ah, okay. Geralt? Ach, Sultan. Ach, sehr schön. Sultan? Den... Ihr habt mein Verschwinden erwähnt. Wisst ihr etwas darüber? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, Geralt. Ihr seid gestorben. Vor 5 Jahren wurde ich beim Massaker in Rivien Zeuge, wie ein Schurke euch eine Mistgabel in den Bauch rammte. Ich sah euch mit eigenen Augen verbluten. Dachte ich zumindest. Ich habe genug Leichen gesehen, da kenne ich mich aus. Naja, soweit ich mich erinnere, veränderte die Hexermutation euren Körper auf drastische Weise. Aber es ist dennoch unglaublich, dass ihr überlebt habt. Unglaublich. So, dann mal die Würfelquest hier. Sultan, ich habe diese merkwürdigen Würfel gefunden. Sieht nach einer Zwergenarbeit aus.
Es ist Poker mit Würfeln. Beste Unterhaltung. Man muss sich nicht so konzentrieren wie beim Kartenspielen, aber der Spaß ist nicht geringer. Würfel sind eine Erfindung der Zwerge. Nach dem Krieg wurden sie populär. Kein Wunder, jeder Söldner hat gespielt. Okay. Und wie wird gespielt? Spielen wir eine Runde. Ich zeige euch, wie es geht. Gut, verdient ein bisschen Geld mit Würfelpoker. Platziert eure Wette und linksklickt Würfeln. Aha, wir haben 662. Wir setzen mal einfach mal 12. Und müssen jetzt würfeln. Okay. Möchtet ihr erhöhen? Wir haben 4. Und, ach, man sieht sogar die Karten bei ihm. Und der hat 3 Fünfen. Ja, toll. Dann machen wir so hier. Und, okay, er macht. Jetzt würfeln. Oder muss ich... Ich hätte... Ah ja, okay, ich hätte eigentlich nochmal würfeln sollen. Das habe ich jetzt verpasst. Ich hätte die markieren sollen. Die ich nochmal neu würfeln will, wahrscheinlich, ne? Nehme ich mal stark an gerade. Gut. Okay. 4. Definitiv. Dann erhöhen wir direkt mal. Und jetzt weiß ich nicht, zum erneuten Würfeln würfel. Dann mach mal den nochmal. Und wieder eine 1, okay. Ja, toll. Und was hat der so? Nichts Besonderes. Sehr schön, wir haben gewonnen. Wie viel? Ey, ich hab doch gewonnen. Wieso kriege ich von 30? Ist er nicht mitgegangen oder was? Das kann sein, ne? 3, 5. Wir machen nochmal. Ah, okay. Ach so. Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Ausgang. Quest aktualisiert. Ein Würfel. Nochmal. Da. Das müssen wir jetzt direkt machen. Würfel. Kennen Sie Grundlagen des Pokerspiels? Mein Wissen einzusetzen. Da musste ich niesen. Okay. Wer wollte hier den würfeln? Das wollte doch irgendeiner, ne? Aber das wollte Kalkstein, oder? Oder täusche ich mich da? Kalkstein ist ja nicht mehr da. Shani. Oder wer wollte spielen? Wollte der Barkeeper spielen? Das kann auch sein. Der nicht da ist. Okay. Das ist sehr schön. Kellnerin? Und was kann ich für euch tun? Ihr könnt nichts tun. Ade. Ich möchte nichts bestellen, ne. Soll ich? Okay. Wir sind ja, oder Roberto hat ja gesagt, die Leute... Ach, da ist Kalkstein. Was führt euch hierher? Ich wollte euch über Alchemie befragen. Ah, endlich jemand, mit dem es sich zu reden lohnt. Die Einheimischen interessieren sich für nichts außer ihre täglichen Belange. Ich bin nicht von hier. Außerdem, wenn die Einheimischen über Alchemie nachdenken würden, bräuchten sie euch nicht mehr. Ha, typische Kurzsichtigkeit. Hexer, Alchemie ist die Mutter aller Wissenschaften. Und wisst ihr auch warum? Sie ermöglicht uns, die Welt zu verstehen. Alles um euch herum ist nichts anderes als Alchemie, die lächerlich zu machen, ihr so versessen seid. In eurem Körper finden ständig alchemistische Prozesse statt. Nur durch sie könnt ihr essen, atmen, ausscheiden. Mehr noch, sie sind für eure Gedanken und Gefühle verantwortlich. Alchemie ist Leben.
Wechseln wir das Thema, bevor die Bauern auf die Idee kommen, uns auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Das denke ich mir auch. Kann man nicht das Maul stopfen. Aber gut, was wollt ihr wissen? Ich dachte, ich kann mit dir irgendwie... Matt? Ich interessiere mich für Formeln. Oh, fertige Formeln sind selten und schwer zu finden. Ich rate euch, experimentiert und wandelt Rezepte ab, die ihr schon besitzt. Die meisten Leute unterschätzen den Wert der empirischen Methode in der Wissenschaft. Ich glaube, wir haben sowieso noch nicht, wir können ja sowieso nicht Tränke brauen. Aber wir haben doch gerade erst angefangen. Dann kenne ich ja nichts für. Autopsie, das kennen wir ja alles schon. Lebt wohl. Okay, mit ihm kann ich jetzt nicht über irgendwas reden. Wir nehmen... Ach, hier aus Olaf. Was kann ich für euch tun? Okay, es wird auch Zeit, nicht. Dass ich mich auf den Weg mache. Ich guck mal gerade auf die Karte, ob hier noch irgendwie was ist. Spieler. Ich kann auch nicht ranzoomen hier. Ich glaube, hier ist auch nichts mehr, ne? Ich vergeude meine Zeit. Sultan, den haben wir. Shani. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Wo ist Alvin? Eine hiesige Wahrsagerin namens Abigail nahm ihn unter ihre Fittiche. Ich hoffe, es war richtig, ihr den Jungen anzuvertrauen. Sie wirkt etwas seltsam. Ich statte Ihnen einen Besuch ab. Danke, Geralt. Mit Herr Shani. Wir sprechen uns noch. Haben wir doch schon gemacht, also zumindest hier mit ihm da, mit ihr gesprochen. Schlag mich, ihr Memme! Kann man dir... jemanden zu schlagen? Schau an, ein Hexer. Ist hier eine Art Turnier im Gange? Wir verprügeln einander für Geld. Interessant. Wenn ihr wollt, dass Fettfried euer Gesicht umgestaltet, zeigt mir euer Gold. Wie viel? 25 Orens. Das machen wir auch mal, komm. Ich bin dabei. Okay. Ein gelber Sockel zeigt Charaktere an, gegen die ihr im Faustkampf antreten könnt. Linksklick zum Angreifen, blockiert Angriffe durch Klicken und Halten der rechten Maustaste. Okay, jetzt müssen wir aufpassen hier. Zack. Aber wir sind ja wesentlich stärker hier. Wir hauen ja schon ein bisschen mehr rein. Aber ich muss hier schneller. Ne? Diese Kombo-Dingens kommt schneller. Scheiße, Mann. Aber wir schaffen es. Boah. Slow-Mo-Action. Feiert mich, feiert mich. Ihr habt gewonnen. Wo ist meine Belohnung? Wählt. 2 Flaschen Schwarzgebrannter und ein kleiner Happen dazu? Ein Ring oder Bargeld? Was für ein Ring? Den Ring. Hat mir eh nie gefallen. Quest aktualisieren, Faustkampf. Was für ein Ring haben wir gekriegt? Ein wertvoller Gegenstand, der verkauft. Okay, wir müssen... Das wäre sehr von... Alchemiesack. Gut, dann noch die Quest abgeschlossen, dann können wir uns auf jeden Fall erst einmal wegbewegen. So, nach draußen und zum Geistlichen erstmal gehen. Wo wir ja noch 2 Quests abgeben müssen. Und ja, vor allem eine Hauptquest, ne? Haben wir hier nur irgendwie was? Nee. Gut, durch den Regen batschen. Haben wir hier irgendwie auch grüne Leute. Was ich vorhin auch sagen wollte. Die grünen Leute zeigen wichtige oder ja, wichtigere Personen an. Von daher immer darauf achten, dass wir mit ihnen sprechen. Wir müssen ja sowieso mit wichtigen Personen sprechen im Dorf und mehr Informationen erhalten. Von daher müssen wir mal darauf achten. Kaufmannstor, da müssen wir dann nochmal hin. Harren Brocks Haus. Wer ist Harren? Oder sind das nur... Ich glaube, das sind einfach nur wichtige Punkte, ne? Die schwarzen Dinger. Mehr ist das gar nicht. Das hat, glaube ich, gar nichts mit Quest zu tun oder so. Das kann durchaus sein. Ich tippe gerade mal ein paar Tasten hier.
Ich will nämlich mal die Dingens da oben. Die Waffen ändern, aber das geht nicht. Ich kann nicht mal hier die Axt da nehmen, obwohl ich die habe. Ich weiß denn, wir haben ja laut Roberto haben wir noch kein Silberschwert. Von daher ist es rein logisch, dass wir das nicht auswählen können. Aber die Axt haben wir. Das Symbol haben wir auch kürzlich dazu gekriegt. Von daher müssten wir das auch auswählen können. Die Frage ist wie. Muss ich mal nachschauen, wenn die Zeit gekommen ist. So, wen haben wir hier so? Dann geht halt woanders hin. Meine Fresse, wer ist das da? Mädchen ist grün. Verwandelt ihr mich in eine Prinzessin? Nein. Ich mache ja auch nicht mit dir. Das ist nein. Nichts mit Kindern. So, wo sind wir da? Okay. Ja, die Maps sind halt schon übersichtlich. Das ist klar. Übersichtlich. Das war auch eine falsche Betonung. Trotzdem, ein Pferd wäre echt cool gewesen. Aber ja, gut, die Gebiete in The Witcher 3 sind ja wesentlich größer und wesentlich krasser. Habt ihr ja wahrscheinlich auch schon gesehen, wenn ihr euch da Videos angeschaut habt. Das ist schon recht krass. Und da ist ein Pferd dann, glaube ich, schon essentiell wichtig, weil da größere Wege auch, ja, überschritten werden. Man kann ja auch mit dem Boot fahren und so und all solche Sachen. Richtig cool gemacht. Auch mit dem Wetter und so. Das wird richtig, richtig fett. Ich sag euch das. Ich freue mich da wie ein Schneekönig. Jetzt umso mehr, wo ich jetzt die ersten Teile spiele. So, liebe Freunde, wir machen erstmal Feierabend. Tja, und in der nächsten Folge werden wir schnell beim Geistlichen vorbeischauen, denn da haben wir noch zwei Quests zu erfüllen. Zum einen müssen wir irgendwie sagen, dass wir den drei Leuten geholfen haben, und zum anderen müssen wir irgendwas mit Abigail machen, weil die Bestie steht uns ja auch noch bevor, die wir da umhauen müssen. Vielleicht kriegen wir da unser Silberschwert. Mal sehen. Ich bin gespannt. In der nächsten Folge geht's weiter. Morgen geht's bei The Witcher weiter um 17 Uhr dann mit Geralt und ja, anderen komischen Gestalten. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.